Welcome to Bamberg. Wir sind heute und morgen zu Gast in Freak City, einem der erfolgreichsten Basketballstandorte in ganz Deutschland. Bamberg und Basketball, das geht auf eine sehr lange Tradition zurück, denn der erste Aufstieg in die BBL gelang den Bambergern 1970. Seitdem konnten sie 9 Meistertitel und 6 Pokalsiege hier feiern. Wir wollen an diesem Wochenende gemeinsam mit euch herausfinden, was Bamberg liebens- und lebenswert macht und was die besondere Verbindung zwischen der Stadt und dem Basketballverein bedeutet. So, und wir haben natürlich auch wieder die Starting Five für euch. Erstens, Bamberg ist eine kreisfreie Universitätsstadt in Oberfranken mit knapp 80.000 Einwohnern. Zweitens, Brose Bamberg hat schon eine ganz, ganz lange Tradition bei uns in der Liga. Sie sind schon seit 1984 dabei. Drittens, in Bamberg gibt es sehr viele wunderschöne Ecken. Die gesamte Altstadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Unbedingt sehen solltet ihr aber den viertürmigen Bamberger Dom und Klein-Venedig. Und viertens, heute mal kein Must-See, sondern ein Must-Taste. Bamberg hat eine ganz, ganz lange Bierbrautradition und eine riesen Auswahl an Bieren. Und fünftens, zum Thema Lifestyle, in Bamberg ist natürlich Basketball-Lifestyle. Hi Patrick, schön dich zu sehen. Ich auch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich vertraue ein bisschen jetzt auf dich, dass du dir die schönen Gassen überlegt hast, wie wir laufen. Ich habe schon 6-7 Mal hier eine Stadtführung machen müssen, echt? Anfang jeder Saison. Also du bist ja 2015-16 vom College aus Boston dann nach Bamberg gekommen und das war so deine erste BBL-Station und dann warst du kurz mal in Ulm, also 2 Jahre und dann bist du aber wieder zurück nach Bamberg gekommen. Das heißt, ja, genau. Was bedeutet dir die Stadt? Also wieso bist du zurückgekommen? Ja, die Stadt ist schon ein bisschen wie mein zweites Zuhause, würde ich sagen, natürlich, nach Mainz. Viele Freunde hier, ich fühle mich einfach wohl. Es ist eine schöne Stadt. Man kann gut leben, man kann auch sehr gut Basketball spielen bei einem sehr gut aufgestellten Verein, der sehr gut organisiert ist natürlich. Wie sehr identifizierst du dich mit Freak City? Was bedeutet das überhaupt genau? Will man damit sagen, krasse Fans, krasse Atmosphäre in der Halle oder? Ja, Freak City. Auf jeden Fall Fans, auf jeden Fall die Atmosphäre in der Halle. Die unterstützen uns in dem Spiel. Als wir 0-5 gestartet sind, war die Halle immer noch gut gefüllt. Mhm. Unsere Fanclubs waren immer am Start, auf Auswärtsfahrten, egal wo wir waren. Und das, das bezeichnet dieses Freak City ein bisschen, würde ich sagen. Einfach, dass die Leute immer zu uns halten, dass die ganze Stadt in so ein Basketballfieber kommen kann. Ja. Wie merkt man das, wenn man durch die Stadt geht? Also ist es so, dass du oft angesprochen wirst, dass die Leute mit dir ein Selfie machen wollen? Nee, das kommt schon häufiger vor, würde ich sagen. Aber das ist ja dieses Freak City, ne? Dass alle so ein bisschen mit dem Basketball verbunden sind und die Spieler auch kennen. Und die trauen sich auch, uns anzusprechen. Und ich glaube, sehr cool. Ja, das zeigt auch so ein bisschen die Unterstützung der Stadt. Ich empfinde es jetzt nicht als nervig als Störung, okay. Oder störend. Was macht man denn in Bamberg so an seinen freien Tagen? Also es gibt gute Cafés natürlich in der Stadt. Man kann auch mal nach Nürnberg fahren. Ja, das ist nicht so weit, ne? Das sind so 40 Minuten. Ah, okay. In Bad Staffelstein ist eine coole Therme. Wenn man mal einen freien Tag hat und sich erholen will, kann man in die Therme kann man gehen. Das Hoffmanns natürlich, ein sehr gutes Steak- und Fischrestaurant. Dann gibt es einen sehr guten Italiener auf dem Michelsberg oben, den Francesco. Das Henry hatte vor 4, 5, 6 Jahren aufgemacht. Das Edelfrei, wenn man so ein bisschen elegantere Küche mag. In der Brasserie gibt es gute fränkische Küche. Die Stadt Bamberg hat schon sehr viele gute Restaurants für ihre Größe. Sieht man dann auch immer Teammates hier rumrennen oder trifft man sich auch mit Teammates hier und geht einen Kaffee trinken? Oder? Die meisten siehst du doch hier in der Innenstadt. Ja. Ja, Patrick, vielen, vielen Dank. Du warst mir auf jeden Fall ein super Tourguide. Lass dich nochmal drücken zum Abschied. Gerne, gerne. Schön, dass ihr da wart. Viel Erfolg morgen beim Spiel. Dankeschön. Wir sind auf jeden Fall auch in der Halle. Da, wir geben unser Bestes. Ja. Schauen, was passiert. So, wir stehen hier vor den Trainingshallen von Brose Bamberg zusammen mit dem Teammanager Enzo und wir sind sehr gespannt, wie es so von drinnen aussieht. Kommt einfach mal mit.
ja, wie gesagt, hier haben wir einen kleinen Meetingraum. Immer wichtig, die Bilder auch die Vergangenheit mit einzubeziehen. Genau, haben wir hier unseren Social Media Raum. Green Screen, White Screen. Hier werden auch regelmäßig unsere Podcasts aufgezeichnet, die der Thorsten Vogt, unser Mediendirektor, immer macht. Das Coaches Office. Videoraum, jetzt bin ich gespannt. Genau, also hier, das wurde auch erst vor 2,5 Jahren umgebaut. Da hatten wir früher ein Jugendbüro drin, ein Design von unseren Fans in der Zusammenarbeit mit dem Staff bekommen. Die Vergangenheit mit der Gegenwart ein bisschen verknüpfen wollen. Genau, jetzt gehen wir einmal hoch in unseren Lockerroom-Trakt. Hier drüben ist eins unserer Schmuckstücke dieser ganzen Halle, die Kryosauna. Super Regenerationsmaßnahme. Mit Flüssigstickstoff haben wir unten einen großen Tank. Machen wir, ich würde sagen, im Durchschnitt 2 bis 3 Mal die Woche. Ja. Füllen das Fass unten auf. Du stellst dich dann einfach hier rein. Ach, okay. Machst das Ding zu. Ach so, dann ist der Kopf ja gar nicht da drin. Also das ist halt das Wichtige, weil den Stickstoff, den sollst du vielleicht besser nicht einatmen. Ach, krass, okay, ich habe es mir anders vorgestellt. Gut, dass du es nochmal zeigst. Genau, also es gibt immer Schübe. Ich würde sagen, die Durchschnittstemperatur liegt bei so circa minus 110, 120. Ja. Ja. Und dann kommt halt alle 30 Sekunden kommt ein frischer Schub. Ja. Und dann wird es richtig kalt. Und wie oft machen die das? Es ist unterschiedlich, also wir zwingen auch niemanden dazu. Okay. Das ist alles auf einer freiwilligen Basis. Ah, okay. Und wir stellen den Spielern das so 2 bis 3 Mal die Woche zur Verfügung. Ja. Dann biegen wir hier einfach mal links ab. In den Locker. Gehen in unseren nicht so aufgeräumten Lockerroom. Aber ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass wir bei den 12 Spielern nicht unbedingt immer das Ordentlichste hier vorzuweisen haben. Gut, dann gehen wir hier einmal durch unseren Duschbereich Richtung Physioraum. Und hier haben wir nämlich das nächste kleine Special, unser Kältebecken. Das ist auf dem Display regulierbar, wie kalt wir es denn haben wollen. Und da ist sozusagen, das ist was die Jungs halt regelmäßig benutzen können. Der Chris setzt sich da, glaube ich, irgendwas zwischen 8 und 10 Minuten manchmal rein. Ein Tiefenwärmegerät, mit dem unser Physio regelmäßig arbeitet. Hier drüben nennt sich Shockwave. Sehr laut, sehr unangenehm für die Spieler. Da, echt? Oh, okay. Ich dachte, Wärme wird jetzt ein bisschen entspannter, genau, also aber anscheinend nicht. Die Tiefenwärme ist tatsächlich entspannt. Okay. Habe ich auch das ein oder andere Mal schon von profitieren können. Ist super bei Rückenschmerzen. Merke ich mir. Deswegen, also da war auch unser Physio immer sehr hilfsbereit. Sehr cool. Hier in mein kleines Reich. Das beste Duschgel. Das beste Duschgel dank Thorsten Vogt, das stimmt. Stell das doch mal den Jungs in die Dusche. Genau, die Wetteinsätze hier werden immer eingelöst. Zwar nicht immer so super hilfreich, aber wie gesagt, vielen Dank an Thorsten und seine Tochter Emma. wenn man sich mal wieder den Trainingsplan anschaut und einfach nur verzweifeln möchte. Ja, rappelvoll, ne? Definitiv. Vielen Dank für die sehr coole gerne Führung. Doch. Ich habe das Gefühl, ich habe erstens sau viel gelernt und zweitens einen viel besseren Einblick, irgendwie, wie das so abläuft. Ne? Wenn das Spieler hier reinkommen doch. Mit ihrem Auto, das stellen sie dahin, kommen rein, ziehen sich um, gehen trainieren, machen Krafttraining, gehen noch in den Wald spazieren. Gehen noch in den Wald spazieren. So ist zumindest die ideale Vorstellung. Ja, sehr, sehr cool. Also tausend Dank. Sehr, sehr gerne doch.
Herzlich willkommen, Philipp Höhne, Geschäftsführer von Bamberg. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Was bedeutet Basketball für die Stadt Bamberg? Ich glaube, so ziemlich alles. Das ist so ein Thema, das wir hier natürlich in Bamberg haben. Wir reden viel über fehlende Identität hier in Bamberg. Ich glaube, dass die Identität hier in Bamberg in den letzten Jahren wurde eben ganz stark durch den Erfolg geprägt. Ja. Aber eigentlich ist die Bamberger Basketball-Identität eine ganz andere. Und zwar, dass einfach Basketball hier das Stadtbild bestimmt. Das sieht man daran, wie viele Freiplätze es ist, wenn man mal als Nicht-Basketball eine Runde laufen geht. Und man kommt an diesen Freiplätzen vorbei und selbst im Dunkeln wird ja noch Basketball gespielt. Und ich glaube, das ist so dieses Gefühl, das es hier ausdrückt. Ja, und deswegen ist dieses Freak City auch für mich mehr als einfach jetzt nur irgendwie eine Zeit, wo irgendwelche Erfolge gefeiert wurden oder bevor irgendwelche Erfolge gefeiert wurden, sondern es ist einfach so ein Lebensgefühl hier. Richten wir den Blick in die Zukunft. Was sind die Visionen, was sind die Ziele? Dieses Kapitel Große Bamberg wird erstmal geschlossen werden, aber gleichzeitig ist es wie in jeder guten Enzyklopädie, da kommt dann einfach dann der nächste Band wieder raus und genau das sind wir jetzt dabei. Also wir stehen jetzt einfach davor, eine neue Marke aufbauen zu können. Ich sage deswegen zu können oder zu dürfen, weil Große uns weiterhin auch unterstützen wird und uns da weiter auf dem Weg begleiten wird, was für uns einfach unheimlich wichtig ist. Und da werden wir sehen. Wir haben ja gesagt, wir werden die Fans ein bisschen mitnehmen bei der Namensgebung. Und Schön. Jetzt ist einfach unsere Herausforderung, eine neue Marke aufzubauen. Und dann Freak City auch, dass Freak City weiterhin leben kann und weiterhin Bestand haben wird. Basketball in Bamberg ist eine riesige Familie. Das war es schon immer, das ist es auch jetzt immer noch. Da kennt jeder jeden. Es ist einfach ein Einheitsgefühl, wenn man hier in der Halle ist oder auch wenn man auswärts unterwegs ist. Und das ist was ganz Besonderes. Das gibt es meiner Meinung nach nicht überall in Deutschland. Bamberg ist da ganz weit oben. Freak City, das ist dieses ganze Gemeinschaftsgefühl, die leidenschaftlichen Fans, die ganze Historie vom Verein, die auch absolut nicht zu vernachlässigen ist. Das prägt sich über Generationen mittlerweile und dieses ganze Freak City-Gefühl, das trägt sich weiter. Das haben die 60-Jährigen, das haben die 20-Jährigen, das haben auch die 15-Jährigen. Na, und das steht einfach für diese Stadt und es wird auch noch in ganz vielen Jahren, egal wie es hier weitergeht, sportlich immer noch da sein. Gegen den FC Bayern Basketball. Christian Senkfelder, Kapitän, Identifikationsfigur hier in Bamberg geschnappt. Tapper los, aber das erste Mal war ich hier in der Arena und ich bin absolut geflasht. Ich hatte Gänsehaut, wirklich. Also die Stimmung ist überragend. Man hört es ja immer, Freak City. Aber was bedeutet dir denn Freak City? Ja, ich muss sagen, Freak City ist gerade mein Zuhause. Ja. Also hier fühle ich mich pudelwohl, die Fans sind super, die Stimmung ist super. Heute war auch für mich das erste Mal, ich glaube, vor komplett ausverkaufter Halle. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich es schon mal hatte. Aber aufgrund von Corona und die ganzen Beschränkungen war das ewig nicht möglich und heute war die Stimmung wirklich großartig. Was anders als sonst heute in der Arena, weil es ausverkauft war, oder würdest du sagen, es ist immer überragend gute Stimmung? Es ist immer gute Stimmung für Leute, die da sind. Aber natürlich, je mehr Leute da sind, desto besser wird die Stimmung. Die Leute, die hier sind, die holen immer alles raus. Wir haben drei Fanclubs, die überragend sind. Und ich muss sagen, heute war natürlich einfach, wie ich schon sagte, großartige Stimmung. Wie ich auch eben schon gesagt habe, du bist Kapitän, du hast noch eine lange Vertragslaufzeit bis 2025, glaube ich. Das entgegengebrachte Vertrauen von dem Verein, was bedeutet dir das? Ja, wie ich schon sagte, ich fühle mich hier pudelwohl. Es ist mein zweites Zuhause geworden. Natürlich Leverkusen wird immer das erste Zuhause bleiben, da bin ich geboren, da komme ich her. Aber ja, hier ist gerade mein Lebensmittelpunkt und hier fühle ich mich wohl und deswegen habe ich mich auch für diese Vertragsverlängerung entschieden. Dein Lieblingsspot in Bamberg, ganz kurz, für alle Bamberger oder auch jeden, der Bamberg mal besuchen möchte. Ich mache jetzt mal einen Geheimtipp, also es ist vielleicht nicht Wicked & Mellow ist ein Café, eine Rösterei, da hole ich meinen Kaffee her, das finde ich immer sehr, sehr gemütlich dort, die haben Kamin da drin, da kann man sich schön entspannt hinsetzen und einen Kaffee trinken. Super, danke dir Chris, vielen, vielen Dank. Klar, sehr gerne. So, und wir verabschieden uns hier nach zwei ganz tollen Tagen aus Bamberg, nach einem packenden Duell gegen den FC Bayern Basketball.
-7 war am Ende nur die Differenz. Es war auf jeden Fall ein super, super spannendes Spiel. Atemberaubende Atmosphäre hier in der Brose Arena. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf unseren nächsten Standortcheck und hoffen, euch hat's gefallen.